schreiben. Okay. So, hallo und herzlich willkommen. Ahoi, Brause. Kartoffelsalat. Ich habe keinen Bock auf Gral, Banane. Das hätte ich gerne. Naja, ein Spiel was anderes. Müssen wir jetzt mal wieder ein Normal Game gewinnen können. Ich habe eine zu viel, aber ich weiß ne gar nicht was. Mach ich so. Das passt. Okay. Ich muss so machen. Ich will es mal probieren. Ja, komm, wir probieren mal wieder rum. Die hat er gleich sofort geschickt, empfiehlt er dich gerade. No, Okay, stop. beide haben Gral. Okay. Dann lass mal beide eine Dings schicken auf der 2. Ja, wenn ich es schaffe. Ich gehe sofort alles in Worker. Ich könnte sogar leaken. Na, die machen? Nee, wirst du nicht. Nee. Das ist ganz gut, dass du gerade Zeit brauchst. Ah, ein Leak wäre vielleicht. Ah, nee, du brauchst ja auch. Geh mal gleich sofort in Worker. Sicher? Ja. Du wirst zwar jetzt nächste Runde liegen, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ach, na komm, bau die scheiß Turtle. So. Weil ich glaube, ich habe ganz gutes Potenzial, das dann noch zu halten. Hoffe Weil ich. dir hat er gleich sofort geschickt. Bei dir kann höchstens jetzt nur noch eine Snail kommen. Aber wenn die Snare kommt, dann lieg ich. So. Hier ist nichts passiert, hier ist eine Banana Bank, okay. Hast du auch gut noch gehalten, also. Wenn du Glück hast, du hältst sogar noch. Das bleibt aber spannend, ey. Knäppeli Knäppkes, knapp. Alter. Das war richtig Knäppkes, Alter. Na. Schnäpfke! Schnäppke! Keine Ahnung, wie ich jetzt drauf gekommen bin, aber. Weiß nicht. Auf jeden Fall konntest du dadurch aber gut sparen, weil du bist da, was das angeht, in Führung. Also, klar ist jetzt die Snake. Alter, gib ihn. Ah, nee. Mit dem Mudman zusammen. Habe ich was bekommen? Ja. Ein 6 wäre bei dir ganz gut, ne? Bei meinem Typ ja. Also ich gehe jetzt noch einmal was senden, damit ich genug Income habe.
Du kannst ruhig eine Snail gehen, damit wir beide bei 32 per Wave sind und dann sparen wir. Das wird nochmal spannend. Nee, dein kleines Proton macht es locker. Er macht doch jetzt immer mehr Schaden, Drexy. No. Das ist komplett geil. Einfach geil. Wir haben beide gut Income, Fighter Value ist gut. No. Weil das, was er auf der 6 hat, könnte problematisch werden, wenn ich ihn in Blut schicke, wenn Banana Bank seine einzige Tankline bleibt. So, das gehe ich gleich in Worker. Die hat er geschickt? Die. Nö. Ah, Stillstand, okay. Also wir haben es geschafft. Bei mir läuft es noch weiter. Mit einer Blut werde ich da nicht durchkommen. Eieiei. Mich schickt das seit zwei Runden nicht. Könnte sein, dass ich leake. Jo, könnte passieren. Es wird passieren. Könnte bei mir aber auch passieren. Na nö. Die Aufteilung ist gerade ganz okay. Ja, sehr gut, dass alle gerade die Brut angreifen. Ganz ehrlich, ich will jetzt gar nicht senden. Na, ich hab jetzt schon. Okay, ich schick mit. Oh, aber ich komme aber noch auf eine zweite Brut, damit ist es okay. Ja, ich auch. Das ist vielleicht dann doch ganz nice. Ah, bitte noch im Income. Bitte, 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 bitte. Macht nicht so schnell. Jo, ich hab den noch im Income bekommen. Lul, Alter, leck mein Arsch. Omega Lul. Joa, ich hab nämlich einen Deepcoiler. Omega Lul. Er hat mir seit zwei Runden nichts geschickt, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was kommt. Ich glaub, die 8 müsste auch noch ziemlich gut sein. Nee, bei mir nicht. Bei mir wird die 8 komplett weggeberstet. Ei, das könnte jetzt wehtun für ihn. ...73% geleakt, Tommy, habe ich ihn. Eieiei. Bei mir lebt noch mein Deepcoiler, also ich halte. Ah, ich komme nicht durch. Hauptsache, das Drexy kriegt noch Schaden. Oh, ich habe sogar gehalten, sehr schön. Na, ja, welche Wave wäre denn für deinen gut? 9. Okay.
9 ist auf jeden Fall gut, weil da die Banana Bank nicht so viel machen kann. Ach, scheiße, ich muss Supplies upgraden. Ja, ist doch nicht so schlimm. Oder du verkaufst eine T1-Unit dafür. Aber jetzt bist du ja schon Supplies gegangen, ne? Ja. Ja, aber okay, Alter, bist du 9. Das hätte sich nicht gelohnt, nur einer, also das denn zu behalten. Hättest du ja irgendwie 2 Runden so überleben müssen, das hättest du nicht geschafft. Oh yeah, schick mir nochmal 40, perfekt. Ich glaube, ich sende jetzt. Hat jetzt schon gut Probleme. Musst du wissen, also ich gehe auf jeden Fall die 9 bei mir. Naja, mach mal. Ich bin der Meinung, du hattest auch die 9 gehen. Ah, gut, okay. Ja, hab schon gedrückt. Ah, hab ich gesehen. Vielleicht krieg ich noch eine Hermit für die 9 zusammen. Eieieiei. Das ist echt böse. Ja, das ist ziemlich übel für diese Wave. Ich hoffe, meine Canopy macht das ordentlich mit. Ich krieg ganz schön viel Schaden, ey. Na, werde ich liegen. Ich halte dann. Ja, 200er Cent war böse. Ja, aber machbar. Also, so, das ist ja jetzt nicht schlimm. Er hat nur eine Runde gespart, ey. Ja, aber ja. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen weird. Könnte doch liegen. Nee, okay, puh. Leckos Mios, da steht jetzt ein Entler, Arschloch. No, das sieht nice aus. Also 10 ist GG. Da brauchst du nichts machen. Ey, den Cent, den er von mir bekommen hat, ist echt übel. Ja, definitiv. Alles klar. Die Canopy hält sich so mega gut dagegen. Man greift ja auch, wird ja von fast nichts angegriffen. Schöne Ding. Ei, ich habe gerade so gehalten, ey. Ja, er war halt auch genau die. Also da, wo du besonders schlecht warst. Wegen dem ganzen Pierce-Damage. Ja, scheiß drauf. Gehalten ist gehalten. So, wir sparen auf der 11. 11 könnte richtig. Also bei mir wird es so richtig Schaden machen. Oh, ich hab jetzt schon Drake gesendet. Anstatt du einfach mit mir kommunizierst, nein. Ich weiß nicht. Gesprochen. Sprechen wird überbewertet. Ja, ich glaube, ich halte. Ich denke eigentlich auch, dass ich halte. Die 11 könnte bei mir ein Problem werden. Ja. Oh, wir haben viel zu viel gute Auswahl. Okay, ich nehme Loan.
Okay, dann bin ich auch für die 11 gut. 180. Aua. Ich glaube, ich werde leaken. Könnte passieren. Es wird so sein. Aber dann nicht so, dass ich das nicht halten werde. Jetzt schießt doch noch 140 Leben, los! Du hättest die Kohle eh bekommen. Die kriegst du nämlich immer, sobald sie hier unten ankommt. Okay. Das ist mir mal aufgefallen. Schicken wir jetzt? Ja, ich bin jetzt überlegen, ob wir 12 gehen. Ich geh 12. Okay. 12 ist auch insofern gut, dass der Golem da nicht so viel Schaden auf die anderen Viecher macht. Dann kannst du dir ja einen Konter gegen den Golem überlegen. Na, das ist bei mir aber generell kacke. Beide Waves, also Pierce Damage. Oh, ich bin vorbereitet. Lecker White Man. Nochmal 200. Hey, der Typ ist ja komplett kaputt. Was macht denn der da? Ja, das wirst du leaken. Ja, denke ich auch. Also jetzt, ja. Ja, würde ich sagen. Okay. Ei. Ja, ich hätte eine Banane wegbauen sollen, das war nicht so klug von mir. Habe ich irgendwie nicht so richtig drüber nachgedacht. Aber ich kann genug kaputt machen, dass es nicht ganz so schlimm wird. Ja, drei Viecher sind totgegangen, ist doch gut. No, definitiv. Hat er mir was gesendet? Ja, 180, ja. Cool, geh ich Worker. Und schick noch den hier mit. Ja, ach, der Kingschaden, das wird nicht mal unter 5, also nicht unter 10 pro. Ach man, unter 90% so. Mann. Eieiei, Wörter, ja. Ja, nochmal ein bisschen, ja, war. Klar, also ich werde jetzt hier komplett destroyen, den Typen. Gib nur eine Herm, gib noch einen Lizard mit und alles. Ja, die Lizard reißt richtig. Tut mir leid, liebe Banana Bank. Ich bin durch. Na, ich bin auch durch. Wow, 71%. Oh. 76. Na, das. Ja, doch, kann ein Kill sein. Guck mal, was wir da haben. Du lädst einen Kill, Alter. Wir haben zwei dieser Scheißviecher. Zwei Voreis. Du hast auch noch hier einen Booster. Hier werden sie geheilt. Hier kriegen sie noch weniger Schaden. Na,
Einfach nur wegrasiert. Schöne Ding! Ja, irgendwie konnte ich die jetzt ganz gut lesen. Ja, und ich sollte vielleicht meine Fresse halten, was Kreuz betrifft. Sehr, sehr schön. Also, wie liegt denn der Match? Nö, okay. Ne, nur ich, jede Menge. Nick. Alter, der Gelbe ist ja komplett eskaliert mit den Workern dann. Auf der 9 war er noch auf 9 Worker, auf der 10 war er dann auf 13 und von 13 ist er dann mal auf 20 gegangen nach der 10. Alles klar. Yo, der hatte dezent Worker-Probleme, hatte ich das Gefühl. Während wir kontinuierlich irgendwie hochgegangen sind und nach der 10 so hoch waren wie er, nur dass wir die ganze Zeit schon überhaupt Worker-Führung hatten. Wieso ist denn dann 2 Worker geblieben auf der 2? Der hat das voll spät gemacht. Also schon von Wave 1 zu Wave 2 hat er Worker gehen können. Nee, er hatte die Banana Bank, oder? Nee, das war ja gar nicht. Nee, stimmt, was hat er gemacht? Warum ist er nicht die Worker gegangen? Er ist Gralstart und danach hat er einen Tempest und den Aqua gestellt. Viel zu viel Value. Ja, es ist wirklich ein bisschen too much. Also richtig. Wann haben wir die denn eigentlich das erste Mal geleakt? Auf der 6, naja. Boah, da habe ich den ja auch komplett wegrasiert. 6 war super brutal, das sind 71% oder so. Ja, 110 Gold habe ich ihn abgezogen. Na. Ja, SBX hatte bei mir leider nicht zu lachen. Nee, den hast du kaputt gemacht. Aber income-mäßig waren sie ziemlich gut mit bei. Ja gut, die haben die ganze Zeit gesendet. Guck mal, wir waren mit dem Income genauso gut wie die am Ende. Und wir haben es zwischenzeitlich nicht gesendet, weil wir es geschafft haben, King-Schaden zu drücken. No. Und dabei. Und dann können wir halt deutlich mehr Worker gehen. Mm. Ja, der eine hat sogar Plasti Attack genommen und nicht Loan, also war er potenziell über, also 40, 50 Income vorne müsste er eigentlich sein, dieser SPX. Hat ja, er aber stimmt. Nicht hinbekommen. Nee, ich würde sagen, wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge wieder. Also haut raus, bis dann. Tschüss. Tschüss.